Frauen wieder rein. Ich habe genau jetzt gerade eben legit ausgemacht. Lol. Entspannt. Ich habe alle Säcke runtergeholt und muss ganz ehrlich sagen, ohne Scheiß, das sind eine Menge Zombies geworden. Ja. Hätte ich auch nur ein einziges Mal irgendwo angehalten, mich hätten locker 20 Stück angegriffen. Alter. Und ich weiß jetzt auch, warum der Angriff auf unsere Basis so krass war. Warum? Weil wir bauen und bauen erzeugt Lärm. Und da wir so viel gebaut haben, war der Lärm extrem hoch und wir haben den größten Angriff bekommen quasi. Okay. Wir haben einfach nur extrem viel angelockt durchs Bauen, also es ist jetzt nicht immer so. Der nächste Fisch ist auch nochmal, du kannst übrigens wieder beitreten. Das war nämlich schon echt heftig gerade. Ich fand auch, es waren echt viele. Aber wenn du jetzt mal guckst beim Bedrohungsquellen, wenn ich so reingucke, gibt es 20 Bedrohungsstufen und wir haben allein durch Kommandozentrum ausbauen plus 8 bekommen. Ui. Also wir haben echt viel. Feldlazarett ist auch täglich laut, Kaserne ist ziemlich laut und so weiter. Wir sollten als nächstes echt die Kirche, glaube ich, in Anschlag nehmen, würde ich sagen. Ja, dafür brauchst du aber erstmal ein bisschen Geld. Ja, 1000 müssen wir halt ein, zwei Quests machen, das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Immerhin, theoretisch. Wie voll sind die Autos mit Benzin? Bist du da drin? Ja, ne? Yes. Ich habe ein bisschen Munition hergestellt und habe jetzt die ganzen Säcke hingeholt, also alles cool. Ich will mal eben wissen, was das Ding ist, was es kann. Kampfstudio. Gemeinschaft verbessert Kämpfe. Verbessert die Kampffähigkeiten von all unseren Überlebenden, selbst von jenen, die sich bereits für ihre Kampffähigkeit spezialisiert haben. Eine Nahrung, eine Medizin, dauert 20 Minuten. Gibt 25% Kampferfahrungsrate und plus 20 maximale Gesundheit. Safe, oder? Gut. Mache ich. Dauert 20 Minuten, aber dann ist es auch drin. Cool. Wie das aussieht, Alter, so ein komischer Punching-Pick hier. Cool. Ja, dann würde ich sagen, ab zu Karre. Too loud. Welche Quest denn überhaupt? Militärtypen. Oh. Hey folks, let's meet up and talk turkey. Neue Mission Überlebendenaktivität. Der ist nebenan, dann können wir jetzt zuerst hingehen. Wo ist der? Unten direkt. Da unten. Da war zwar mal ein Koloss, aber irgendwie ist der weg. Vielleicht war er vor kurzem in der Basis. Ja, oder er ist mich despawned, weil ich neu gejoint bin. Ich sehe jetzt dein Auto als so wie die Supermarktkette. Warmer. Wow. Aber ich bin nicht nur Norma, ich bin Mad Norma. Wieso ein richtig billiger Superheld? Das klingt richtig nach so einem Superhelden. Alter, was für eine Drehung ich hinlege. Hast du gesehen? Voll gut. Ja. Und ich hunderte Freunde mich hinter uns. Oh Leute, da wollte ich mich... Ich geh jetzt mal rein in den Puff. Ja, hallo. Ja, okay, gut. Ja, mach ich so. Ja, wir müssen zum Beispiel noch verteidigen, zu kurz. So, das war nicht sehr höflich. Alter, du bist mir voll im Weg, dann kämpfst du halt. Oh, Lärm, oh nein. Oh, hier ist 762 Munition. Toolkit. Ich hab ein Toolkit gekauft. Nice. Hat ein Toolkit, der Mann. Bitte, Mann. Okay. So, ich möchte den Technik fest. Benzinbombe. Oh, Digga, wups. Warum kommt jetzt wieder einer? Digga, meine Fresse, jetzt lass doch mal mit dir handeln, Mann. Komm jetzt rein in den Laden und wir handeln. Mr. Handel. This place was worth searching. So. Benzinbombe. Benzinbombe, nee. Polizeischlagstock, entspannt. Ne, das war's. Hey Sheriff, someone in our community was killed and the murderer might be one of us. We need your help on this. Ooh, pick me. Noch eine Quest bekommen. On my way to your location. Okay. Gleiche Umgebung übrigens. We shouldn't do that. Sprich mit Kota. Die Bauerntöppel haben einen Freund getötet und dafür werden sie bezahlen. Allein habe ich keine Chance, aber mit dir an meiner Seite kann ich mich an ihnen rächen. Hilfst du mir? Wollen wir uns rächen oder nicht? Mit ihm zusammen bei wem? Ja, ne? Ja.
Klingt nach extrem. What are we standing around for? Why aren't we killing all of those assholes right now? Good call. Ja, ich will ja durchsuchen, Mann. Hier sind die ganzen Sachen. Danach musst du übrigens die Hauptquest machen, das ist eine Story-Quest. Ach, und Cleo hat angerufen, wir sollen irgendwie ein neues, also Cleo, dieses Verteidigungsding da, keine Ahnung. Ist jetzt ja schon öfter gekommen, wir sollen irgendwie ins Nachbarland da irgendwie gehen. Keine Ahnung. Das ist doch ganz gut. So. Hast du wieder Benzin bekommen? Okay, mein Vorschlag an dich wäre jetzt übrigens, so vom Fahren her, kannst du natürlich nochmal umentscheiden, ist das egal. Wir gehen ganz kurz mit Kayla reden, weil die direkt neben uns ist in der Basis und dann folgen wir der Straße und gehen zu den anderen beiden Zielen. Okay. Das war einfach. Wie einfach. Alter, wie das Auto driftet, ne? Yeah, that's a horde. Oh, da hat er. Mal wieder. Ja, tschüss. Wie geil diese Karre ist, Alter. Oh, hier liegt eine Tür. Von dem könnte die sein. Erstmal verdecken. Das ist nicht meine. Hey, Kayla. That's a lot of racket. Wo sind die überhaupt? Was können wir die ganzen Leute überall suchen? Ah, hier ist die direkt, lol. Hi, Kayla. Einen gefährlichen Flüchtigen für Leute zurückzubringen, die wir kaum kennen, das kann das Risiko nicht wert sein. Wir brauchen Verbündete im Kampf gegen die Blutseuche und diese Person muss der Gerechtigkeit ins Auge blicken. Oder, das ist ein gutes Argument, ich werde daran denken. Und ja, was soll man machen? Ihr zustimmen oder sagen, nee. Töten. Oder? Was für töten, Alter? Hä, ist das nicht das? Wo wir Das ist eine Story-Mission, wo sie jetzt sagt, einen gefährlichen Flüchtigen für Leute zurückzubringen, die wir kaum kennen, weil da ist irgendwo einer geflohen und wir sollen ihn zurückbringen. Und jetzt sagen wir, okay, der muss seine Gerechtigkeit hier ins Auge blicken oder, ja, ist ein gutes Argument, ich denke daran. Gerechtigkeit, oder? Okay, Gerechtigkeit, that really wasn't smart. Das war nicht sehr klug, sagt sie, okay. Das ist nicht dein Problem, Mann. Wer schuld? Okay. Nicht ich. You're still alive. Ich mache ganz kurz einen kleinen Ausdauer-Booster hier oder so. Oh mein Gott, 1 Liter Booster. Oh, hilft nicht unbedingt, was ich jetzt wollte, aber es hilft. Too loud. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir noch ganz kurz die Quest machen vom Überlebenden hier. Die ist nämlich da ganz oben und von da aus ist... Boah, ist das weit weg, Alter. Okay. Egal. Ja. Das tut man nicht alles für Geld, ne? Das ist richtig. Finde ich auch cool, dass die Geldwährung immer noch so wichtig ist hier. Oh mein Gott, da kommst du nicht durch. Oder? Doch, kommst du. Oh, ich krieg grad mein Toolkit abgelegt. Smart. Oh, da war ein Dicker, der explodiert ist. Hatte ich schon in der Entfernung so ein... Boom. Geh zum Zuhause der Bauerntölpel und hilf Kote, sich zu rächen. Hi. Moin. Auf der Überholspur, ha? We need help over here and you're the best folks for the job. Alter, jetzt gerade wollen die alle wieder was von uns. Voll gut, gibt Geld. Müssen wir uns nur beeilen, weil die laufen noch ab, die Quests. Ja. Easy. Aber gefühlt kriegst du im Game mehr Quests, als du brauchst. Oder machen kannst. Was gut ist. Ja, dann muss man nicht den ganzen Coins hinterher rennen. Nein. I'm stuck, Step Bro. Du Opfer. Sorry, muss es sein. Hallo, ich möchte mich zurücksetzen. Danke. Ich bin da. Soll ich schon mal töten gehen, wenn du da rausgehst? Ja, ich bin wieder da. You're dead. You hear me? Dead. Okay, jetzt ist gut. Können wir auch machen. Okay, jetzt kommen plötzlich ganz viele Zombies. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan. Oh, lol. Alle auf die Kleinen drauf gehen. Das ist doch nur fair. Wie viele da jetzt kamen?
Also die Zombies finde ich mittlerweile echt ein bisschen zu viel gefühlt. Mhm. Oh, da ist ein Boomer vor deren Haus. Gut so. Lass den Boom machen. Nee, der. Ach, so ein Ding meinst du? Ja, wie, so ein Ding ist das. Ja, soll er mal ruhig die Kekse alleine platt machen. Wir beobachten das. Ja, sich auch so. Halt, wie dunkel das doch alles ist, ne? Ja. Leute, ich schieß mit der Armbrust auf mich. Mach mal nicht den, ja, jetzt. Frech. Klingt auf jeden Fall ganz gut, was sie da machen. Also, was der Dicke da macht. Ja, die hat eine getötet. Das ist schon mal gut. Jetzt schildert er da. Okay, Ziel ins Auge gefasst. Die kommt zu uns gerannt! Ich bin da mal weg. Ne? Ich muss sie töten. Sie nicht an. Kost kommt. Guck mal, jetzt kommt euch der Dicke. Ja, was soll ich machen, wenn die mich mit Nahkampf angreift? Auf wen konzentriert der sich? Ciao, Junge. Setz dich rein, bitte. Setz sie sich rein, Sir. Danke. Reicht das? Oh, guck mal nach rechts. Jetzt wird's aber stressig hier, du. Okay, halt mal an. Kehrtwende. Sehr gut, alles mitgenommen, was ging. Ich glaube, der NPC kommt gerade zu uns. Das ist auf jeden Fall kein NPC, der junge Mann hier vorne in den Ghetto-Sachen. Da kommt er. Steigen Sie bitte ein, junge Dame. Danke. Die ganzen anderen Zombies sind natürlich despawned. Klassiker. Ist die Frage, der Dicke auch. Scheint so. Ey, das System ist so dumm, ne? Das hat mir keiner zu sehen. Töte. Die Alte. Ja. Die schießt mit Bolzen. Hast du das nicht, ja. Ja, die hat einen Kopfschuss gegessen und dann war sie tot. Ich wollte gerade das Seed-Kommando machen. Okay, ich loote die mal alle, wenn du mich verteidigst. Ey! Okay, die ist tot. Jo, wo kommen die ganzen Kicks jetzt her? Ja, ich kann ihn nicht looten, der ist irgendwie zum Zombie geworden. Ah ne, jetzt ist er da. Ja, das ist cool, die Waffe, muss ich sagen. Jetzt kann ich ihn looten. Welche denn? So eine, dieser MP vom, Dings, vom Kopfgeldmann. Alter, die hat richtig Schmutz hier dabei gehabt. Die ist echt geil, muss ich sagen. Die Echo S4 MP. Thanks. Werde niemand mehr belästigen, ich möchte dir was in deinen Mühen geben. Danke. 100 Mäuse. War viel Geld, ja, zu bekommen haben. Nicht nur die 100, da war auch noch ganz viel anderes Zeug fürs Kill und so. 50 mal so lang. Oh, lol. Hey, was war das denn für ein Dings? Okay. Pistole, ein großer Rucksack. Ja, aber alles irgendwie so lames Zeug, weiß ich nicht. Und hier. Eine Armbrust, das ist cool. Eine Armbrust, da sehe ich mich. Gut. Molotow, auch schön. Also, ja, schlecht war es, was wir jetzt gekriegt haben, nicht unbedingt. Zugegebenerweise. Patron. Alter, wie hier immer Zombies kommen mittlerweile. Was ist denn da los? Krass, ne? Alle 5 Meter kommt der neue Zombie. Übertrieben nervig, ohne Scheiß. Ich gehe noch eben zu Ende looten hier. Hey, I found something. Wir könnten. Safe and sound. No sprich mit zombies. Gunkiri darüber, ihrer Gruppe ein paar Seuchenproben zu geben. Ja, da habe ich eben Kofferraum eine, also geht schon. Ansonsten holen wir welche von der Basis und so. Gar kein Problem.
würde fast sagen, wir fahren jetzt die Straße hoch und dann links über die alte Basis und machen, klappern das ab und dann fahren wir zu den Militärkeks und dann mit Sam über die Flüchtlinge. Wo willst du jetzt hin? Also, der Quest nach quasi lang. Wir fahren jetzt nach oben, hier weg, dann nach links über die alte Basis quasi und klappern dann die Quest von oben nach unten ab. Ja. Alter, also ich muss echt sagen, ne? Die Zombie-Dichte, wenn die so jetzt bleibt, ist gut, weil es anstrengend ist, aber trotzdem noch gut. Aber ich glaube, wenn das jetzt noch mehr wird als jetzt, dann frage ich mich ein bisschen, wie wir es mit der Munition machen sollen. Also das mal ohne Scheiß. Dann weiß ich es echt nicht. Also, ist ja jetzt schon teilweise immer ein bisschen knapp. Also generell, auch wenn du jetzt die Waffen durchwechselst. Munition ist so. Ja, ja, ich sag mal so, noch haben wir genug, aber das wird halt trotzdem dann langsam. Ja, aber wenn immer runter. Mal wieder so ein dicker Koloss kommt, Junge, der frisst ja alles. Da habe ich übrigens eine Idee jetzt gehabt. Wie wär's denn, wenn ich einfach mal meine dicke Sniper nutze? Und du deine. Macht nicht so viel Schaden, glaube ich. Ich würde sagen, so eine 50-Kaliber-Sniper in seinen Schädel rennt bestimmt schon weh. Hab ich nicht. Ich hätte dir doch eine gegeben. Echt? Wo hast du die liegen gelassen? Ist nicht dein Ernst, Junge. Nee, ich meine, ich hab die mitgenommen. Dann hast du doch eine. Ja, aber die benutzt 7er und kein ACP. Oder kein was auch immer. Ich hab dir eine gegeben mit Punkt 50. Nee. Doch. Nee, ich hab eine bekommen, die hast du mir gegeben. Die benutzt keine 50. Hä? Ich bin mir sehr sicher. Okay, ich hab irgendwie gedacht, ich hab das Sniper gegeben. Aber ich bin ziemlich sicher. Ja, sorry, du hast mir eine gegeben, aber die benutzt nicht das Kaliber, was du jetzt meinst. Ja gut, ja egal. Ich hab ja trotzdem eine 50 Kaliber Sniper, die mal probieren. Vielleicht ballert die den ja in zwei Schüssen weg oder so, kann das sein? Ich bin falsch gefahren, glaube ich. Oder Granatwerfer mal ausprobieren. ich bin falsch gefahren, scheiße. Wer fährt hinterher? Richtig. Der Dooley. Oh, Stone. Also die Scheinwerfer sind ja schon ganz gut, aber man sieht ja trotzdem gefühlt nichts. Oh, was war das denn gerade? Der Bildschirm ist ja ganz ins Schwarze geworden, wieder angegangen. Aber jetzt nicht der Bildschirm, sondern das Spiel. If I take out the nearest plague heart, this might clear up. Komisch. Alter, wie dunkel das mittlerweile ist, ne? Ja, hier draußen ist eh irgendwie immer ziemlich dunkel gewesen, finde ich. Hey there! Die sieht auch ganz witzig aus, die Tosse. Gunkirit. Wir brauchen ein paar solchen Proben für ein Projekt. Ich weiß, dass das ach, viel verlangt Projekt. Ist, aber ihr scheint gute Typen zu sein, darum frage ich. Sie braucht drei. Hast du welche dabei? Ne. Okay, great. Okay, eine habe ich im Kofferraum, das weiß ich. Wir müssen ein paar solchen zu uns töten. Oh Leute, der hat einfach Fletcher gegeben. Stark. Aber ja, nicht an. Und die droppen die ja relativ häufig, sag ich mal. Weil eine habe ich. Ah, da sind direkt. Ah, hier sind direkt welche. Ja, das sind doch im solchen Herzgebiet. Sollten genug sein, eigentlich. Ach so! Alter, ist das Blut gerade in die Gegend rumgespritzt. Juhu. Alter. Eins. Brauchen wir noch. Okay, das klappt so nicht. Alter, guck mal, was fällt hinaus, wie viele ihr sind. ja, Alter. Okay. Hab ich getroffen, Wichser. Er war lange überlebt. Ich hab eine. Ende. Okay, dann droppt ihr mir mal oder lasst ihr liegen. We seriously need to be cleaning up these infestations. Ist gedroppt. I need a break. Ich brauche eine Pause. Ja, die Ausdauer ist langsam rüber bei mir. Egal. Geht noch. Hallo, die Damen. Hauptsache, die wollen die unbedingt haben. Wir haben die einfach von ihrer Haustür weggekratzt. Das ist jetzt einfach. Die ist draußen oder in dem Nebenraum. Ach hier. One. Hast du was gefunden, was wir brauchen? Ja, hier, bitteschön. Oh, hey there. You might be okay after all. 100 Mäuse. Das ist gut. Alright. So. Ja, dann können wir jetzt... Shall we do some business? Might as well. Die hat drei Molotovs. Wollen wir die nehmen?
Ich kann die kaufen. Ja, der 3 Molotovs hat die, das ist für solche Netzen eigentlich hey, finde ich echt gut. I almost missed you. Always glad to see you. Und der hat noch einen Medizinpacksack. Ja, den, ich weiß nicht, ob wir den unbedingt brauchen. Wir haben jetzt gerade noch 24. Wir verbrauchen Medizin. Zwei pro Tag, also. Ich hab das Geld für den jetzt gekauft. Weiß ich jetzt nicht, was wir brauchen. Ja, den ja, ich hab's gekauft. Wirklich brauchen tun wir es tatsächlich nicht unbedingt. Die Molotovs kannst du mir in den Kofferraum reinpacken, falls du den Platz nicht hast. Dann, ist nämlich, dann stapelt sich das wenigstens. Dann sparen wir uns das ganze Gedönse da. Alter, wie viele Infektionsherde hier sind in den Gebieten, ne? Alter, wie ist das aus? Nice. Der Wagen ist echt stark. Ja, ich hab den ja auch. Wir könnten theoretisch bei dem Keck mal vorbeigucken. Wir sind noch hier oben. Ja. Weil der Wagen hat Stacheln dran, die tötet die instant, sobald die berühren. Auch wenn du nicht im Wagen drin sitzt, sobald die dagegen laufen, sterben die. Ja, dabei, ich hab den jetzt auch. Ich kann eh zwei Quests abgeben, ist echt gut. Ja, ich habe auch zwei. Tag 9, lol, der Tag ging jetzt aber irgendwie schnell vorbei. Der war nicht weit weg. Haben wir wieder Freunde angelockt? Ja, safe. Ja, einer. Ah ja, klar, weißt du nicht, du Kicker. Fahre 7 Kilometer, easy. Wie, was? Drei mit Sprengstoff, easy. Ja, der hat eine Quest mit Fahre 7 Kilometer, sag ich easy. Alter, die Waffe ist ja voll gut sogar, die ich da jetzt gekriegt habe, die Bartini. Ist es nicht die, die du so gemeint hast? Was? Oder wie hieß die von dir nochmal, die Waffe, die du gut fandst? Echo S4 MP. Achso, ja, ich habe jetzt nämlich hier nur geguckt. Die Martini scheint auch echt gut zu sein. Cool. Aber natürlich auch 7,62. Mhm. Was? Wenn du dieses Kopfgeld in einem gehosteten Spiel beendest, kannst du das Fahrzeug nicht zurück in deine eigene Gemeinschaft bringen. Ach so. Ja, juckt mich nicht. Dann hast du es halt hier. Oh nein. Schenkt mir Karre, Junge. So. Ich will aber neue Quests mitnehmen. Hm. Ich tank nochmal irgendwas für eine Karre auf, während du da noch brauchst. Ist das ein Ernst? Alter, jetzt ist dein Auto ein Millimeter im Weg. Ist das dumm? Okay, ich bin fertig. Okay. Ja, Wegpunkt ist markiert, ne? Würde ich sagen, ab dafür. Von auch die Überlebenden, ne? Wo kommen die eigentlich alle mal her? Wir sind jetzt hier schon 20 Mal durchgefahren, trotzdem sind die immer wieder da. Ach, die bewegen sich ja auch und so. Kommst du? Ja. Okay. Dödödödöm. Oh, mein Auto raucht. Das ist natürlich stark. Ja, gut, dass ich ein Toolkit daheim hab. Fahren wir hier eigentlich recht richtig? Ich weiß es nicht. Komm mal, ich folge dir. Oh, warte, das kommt mir bekannt vor hier. Nee, ist eins zu früh. Ärgerlich. One of our network partners reported seeing 8 Blackhawks flying over downtown Memphis. Keep your eyes open, people. Black helicopters in your neighborhood. Never a good sign. Okay, 8 Helikopter, die rumfliegen. Was soll uns das jetzt sagen? Ja. Können wir jetzt ja schlecht was daran ändern, weißt du?
Hör doch auf, mir immer hier in die Dings rumzulaufen hier. Tschüss, Deutsch. Hallo! Lange nicht mehr gesehen, wie geht's euch? Ah, hi, Dewey, na? Macht Kick. Wie geht's dir? You in the mood for zombie killing? Sie sagt, wir beseitigen ein paar Infektionsherde. Ich werde nicht lügen, das ist gefährlich. Ich bin dabei oder ich bin nicht dabei. Ich bin dabei, oder? Na ja, komm, gönnen wir uns. Seems like you could use another hand. I'm in. Lol, direkt neben uns. Da können wir sogar eben hinlaufen, wenn du willst. Jo. Kommen die eigentlich alle drei mit? Die zwei auf jeden Fall schon, die dritte hängt irgendwie fest, glaube ich. Fuck. I'm beat. I can't catch my breath. That's the place. Oh, that's gonna get worse. Alter, dieses Köpfen für den Sims ist so cool. Ab und zu einfach so einen kurzen Spin. Zack. Einfach nur zack. Okay, vielleicht hätten wir uns doch das Auto nehmen sollen. War doch ein bisschen, als ich gedacht habe. Ja. Ist ein Schreier, ich töte ihn mal so. Ja, wir können eh ballern, wir ballern eh. Wir schießen mal nicht, weil die können wirklich Munition verschwenden. Ja, ich muss meine Munition, dass wir die Tricks nicht verschwenden. Ja, gut. Soll ich eben ein Auto holen? Ja, wäre glaube ich eine Option, ne? Das ist dann doch noch ein Stück weiter. Für Kart war es halt neben uns, ich dachte mir so, komm, so weit ist nicht, aber ist doch ein Stück. Ist doch irgendwie ein bisschen weiter als gedacht. Vor allem meine Ausdauer ist auch quasi komplett RIP. Ich habe noch so ungefähr ein Fünftel oder ja, ein Sechstel oh, übrig. Von der Gesamtausdauer, also ist nicht mehr so viel. Naja. Als ob du um 11 Uhr müde bist, Junge. Gar nicht. Junge. Guck mal gerade auf das Polizeiauto direkt mit dran. Mhm. Ich hab's ja schon ein bisschen gerammt, hoffe, das ist okay. Ja, ja. Ja, raucht ja nur, kein Problem. Erstmal mit Stacheln voller Kanne reingedonnert. Ja, komm. Passiert, es ist nur ein Kratzer. Jungs, schießen! Der Schreier. Der Maus. Die Toilette ist gerade echt gut. Lol, die Toilette ist gerade kaputt gegangen. Okay. Lol. Die Toilette ist einfach explodiert. Love when I find something good. Oh, ein Essenssack, sehr schön. Well, beggars can't be choosers. Und ganz viele Samen hier drin, Junge. So. Kofferraum noch mit schicken Riegeln, toll. Puh. Okay. Alter, deine Rauchwolke. Du dampfst wortwörtlich ab da. Schreier ist tot. Ja, oder so. I can't keep doing this. Oh, da sind ein paar mehr gekommen. Schaffst du? Hallo, warum renne ich irgendwie immer den Kumpel hinterher? That's more like it. Cool. That could have been a lot worse. Er hätte doch alleine geschafft. Good work.
So macht man in dieser Welt einen Unterschied. Man setzt sich für etwas ein und lässt nicht nach. Wir sind ein ziemlich gutes Team. Anytime. We definitely owe you one. Let us know when we can pay you back. Hey, good to see you again. Mein Spiel hat sich, glaube ich, auf Gang. Mach jetzt keinen Scheiß, aber wobei ist ja eigentlich eh nicht so wichtig. Later. Later. Jetzt kann man die übrigens kostenlos in unserer Gemeinde aufnehmen. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht mal mehr Escape drücken. Ja, und Taskmanager geht der? Ja. Ja, dann zwangsbeende spielen und komm rein. Ja. Boah, ich weiß auch damals, als man noch nicht wusste, wie der Taskmanager aufgeht, man einfach dann den Startbutton vom PC gehalten hat oder so. Oder das Netzteil hinten komplett einfach ausgeschaltet hat oder sowas. So eigentlich total dumm. Habe ich nie gemacht, aber nice. Ja, gut, Alter, ich war 7 oder so. Ja, okay. Da wusste ich jetzt nicht unbedingt, wie das geht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, okay, das ist was anderes. Let's put something down first. Puh. Wobei, die können doch handeln, oder? Keks, wollt ihr nicht mal ein bisschen meinen Müll nehmen? Nein, jetzt laufen die zu... Die laufen zurück, oder? Ach, ihr seid doch Stinktiere, Jungs. Ohne Witz. Das ist doch jetzt doof. Jetzt ist da eine Armbrust drin, aber ich wollte die Luxusgegenstände nicht wegpacken wegen Geld. Ich pack jetzt mit dir den Kofferraum rein, ist mir egal. So. I feel like a pack mule. That's fantastic. Alter, die Hupe! Junge, kommst du da rein, oder? Versuch's. Weil du warst jetzt die ganze Zeit wieder so ruhig. Deine Zugriffsrechte konnten nicht überprüft werden. Bitte überprüfe deine Internetverbindung. Digga. Ich starte Steam neu. Ja, hilft in so einem Fall am besten. Almost out of that. I'm proud.